Hallo, hallo! Sie wissen ja schon, worum es hier geht. In dieser Sendung machen wir all das, was verboten, gefährlich oder auch einfach nur komplett irrsinnig ist. Und dabei nehmen wir überhaupt keine Rücksicht auf unsere eigene körperliche Unversehrtheit. Nein, wir machen das, was Sie niemals tun sollten. Zum Beispiel total durchgedreht. Ein Stein in der Waschmaschine. Abflussfrei extrem, wir reinigen unter Hochdruck. Und warum auf Gaskartuschen steht, nicht erhitzen. Oh. Noch ein Bier? Nee, danke, ich hab noch. Echt? Diese verfluchten Biester. Ah. Mücken können einem echt den schönsten Grillabend versauen. Oh, jetzt kommen noch die Ameisen, nur weil was runtergefallen ist. Nee, weißt du was? Da hilft nur noch eins, der Killer aus der Dose. Vergiss es, das kannst du hinsprühen, wo du willst. Die kommen immer wieder. Freundchen, wer spricht denn von Sprühen? Das war der echte, das war's jetzt. Ach, guck mal hier. Gut, dass wir hinterm Baum standen. Ganz schön nah. Okay. Wow. So. Okay. Ja. Schau mal. Keine Mücken zu sehen. Scheint funktioniert zu haben. Guck erst, ob da noch Kohle drauf liegt. Ja, ist gute Idee. So. Tja, dann steht jetzt im gemütlichen Grillabend nichts mehr im Wege. Ja. Ah. Noch ein Bier? Nee, nee, ich hab noch. Das sind die schon wieder, die Biester. Das ist wieder Lungs. So, heute haben wir was ganz Besonderes vor, nämlich wir widmen uns dem kulinarischen Megatrend namens Slow Food. Wir wissen alle, worum es geht, nämlich um die besonders schonende und gesunde Zubereitung von Lebensmitteln. Ja, und das Problem ist, wir können unseren normalen Ofen nicht benutzen, weil wir den gerade als Aquarium benutzen, weil wir herausfinden wollen, ob Tiefseefische auch bei erhöhter Temperatur, egal. Macht aber überhaupt nichts, wir braten unseren Braten ganz einfach hier im Schlafzimmer, mit Hilfe eines Radiators. Ja. Aua. Ja, Entschuldigung. Gut, so. Nee, ist gut. Ja. Oh, hier haben wir einen ganz, ganz feinen, original bayerischen Krustenbraten. So. Sehr gut. Ich dann glaub, den muss man einölen. Ja, ich glaube, weil der sonst trocknet die Haut aus und das schmeckt dann natürlich überhaupt nicht. Das genau möchten wir ja alle nicht haben. Darf ich? Danke. Fein. Läuft der Radiator denn schon? Ja, der ist auf, ich mache ihn ganz hoch. Auf 10 mache ich ihn. Genau. Und auf Stufe 2. Wie lange dauert's? Was meinst du? Ein, zwei Monate würde ich mal so annehmen. Das ist lang. Ich glaube, das Team hat Hunger und möchte früher was zu essen. Ist das so? Habt ihr jetzt schon Hunger? Hunger? Gut. Ja, dann, ich bin Optimist. Kleines bisschen Geduld. Wir kriegen die Sache hin. Der Mensch, die Krone der Schöpfung, wir haben uns die Erde zum Untertan gemacht. Kühe zum Beispiel essen in der Natur keine Kühe. Wir Menschen schaffen es, dass sie es trotzdem tun. Und so würde auch in der Natur niemals ein Gaskocher eine Gaskartusche anzünden. Wir Menschen sind in der Lage, es trotzdem zu probieren. Dialektik. Dialektik, das wissen Sie, das ist eine philosophische Methode, welche die Position, von der sie ausgeht, durch gegensätzliche Behauptungen in Frage stellt und in der Synthese beider Positionen eine Erkenntnis höherer Art zu gewinnen sucht. In unserem Fall ist die Position, diese Gaskartusche sorgt dafür, vorgesehenen Endgeräten Energie zuzuführen. Dialektik ist die Behauptung, das in Frage zu stellen und herauszufinden, ob die Gaskartusche durch die Aufnahme von Energie, in unserem Beispiel Wärme, auch eine Funktion hat. Zum Beispiel die Funktion Bums. Der Erkenntnisgewinn wäre dann die Antwort auf die Frage, wie lange dauert es, bis eine Campinggaskartusche, die über einer Flamme steht, explodiert. Explodieren, das ist das Stichwort. Wie kalt? Raus? Ja!
Du wolltest aber noch mehr sagen, oder? Jetzt nicht mehr. Nein. Kann man da rein wieder? Vorsicht! Oh! Das ist ja. Das ist die Kraft der Philosophie! Was die Philosophie für eine Kraft hat! Ich sehe nicht nachmachen! Nicht nachmachen! Hallo! Guten Tag! Das Fenster ist kaputt. Ich muss mal Glaser anrufen. Hey, Entschuldigung, da brennt's noch. Da ist noch. Wenn Sie kurz. Als ich ein kleiner Junge war, da hat meine Mama immer mit mir geschimpft, wenn ich mal wieder vergessen hatte, Kieselsteine oder Murmeln oder irgendwelche Plastikfigürchen aus meinen Hosentaschen rauszunehmen. Und da hatte deine Mama auch recht. Ja, denn was wir alle damals gelernt haben, ist, wenn etwas in der Hosentasche bleibt, dann geht davon die Waschmaschine kaputt. Genau das habe ich meiner Mama damals schon nicht geglaubt und ich glaube das heute immer noch nicht. Und deshalb werden wir das jetzt ein für alle Mal nachweisen. Wir haben hier eine speziell präparierte Waschmaschine. Ich habe den Deckel schon mal abgemacht, weil sonst läuft die einfach nicht. Und Wiegald, schalt die doch schon mal ein. Ja, mach mal. Für alle anderen muss ich kurz sagen, wir werden natürlich Schutzbrillen aufziehen. Ich habe hier schon mal ein paar Murmeln. Das sind die berühmten Murmeln, die man nicht in der Waschmaschine haben soll. Das ganz wichtig, nicht nachmachen zu Hause. Ja, klar. Bitte. Sonst hätte der Titel der Sendung auch gar keine Berechtigung, wenn es anders wäre. Achtung! Pass auf! Ja, keine Ahnung. Komm, wir gehen aufs Ganze. Aha. Triffst du überhaupt? Ich weiß es nicht. Achtung! Guck mal, läuft doch. Von wegen. Gut. Ja, das ist ja richtig. Das ist jetzt bei Kindern. Aber du lernst ja in der Kinderzeit für, wenn du älter wirst. Und ja, stell dir vor, das Kind wird erwachsen. Ja, und es ist jetzt von Beruf Schlosser. Okay. Und es kommt abends mit seinem verölten Blaumann nach Hause und vergisst dummerweise, einen Hammer aus der Tasche zu nehmen. Kann ich mir vorstellen. Passiert so. Ja jeden Tag tausendfach. Genau. Und wenn der das als Kind mit dem Murmel nicht gelernt hat, dann passiert Folgendes. Ja, Achtung, Vorsicht. Siehste, läuft. Hier, guck mal, Mama, die Waschmaschine ist tipptopp in Ordnung. Nein, stopp, stopp, pass auf, Wiegald. Es kann ja sein, dass der Schlosser als Hobby Sportler ist. Und zwar spielt der Bowling. In Ordnung. Und die hat er in der anderen Tasche. Ah, passiert ja jeden Tag tausendfach. Die sucht er sich so zusammen. Und dann... Hat ihr... Na ja, gut. Ich gebe zu, dass da auch manchmal alltägliche Situationen aus dem Ruder laufen können. Und deshalb lernen wir niemals murmeln, in eine Waschmaschine werfen. Mama, du hattest recht. Wie immer. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin ein bisschen cool, dann habe ich inzwischen auch. Es riecht auf jeden Fall schon gut. Fast lecker sogar. Es riecht fast lecker. Wenn man die Augen zumacht, dann weiß man, es könnte lecker sein. Au. Aber das ist doch triumphal. Das ist doch sehr, sehr gut. Ist das so? Dreh mal um. Moment. Klebt fest. Sehr gut.
Sehr gut, man sieht schon. Das ist wahnsinnig. Boah, das klingt ja richtig. Das sieht schon mal richtig nach gegrillt aus. Dauert nur einfach zu lange. Ja. Pass auf, wir haben doch im Badezimmer noch diese zwei alten Heizstrahlen. Wollen wir mal gucken. Passan habt ihr gefunden. Das genau da. Gleich das kommt da drüben. Das schadet ja nichts. Warte mal. Steckdosen hier. Also diese Lichter, die brennen einem ja immer das Hirn weg. So. Der Hauptstecker ist drin. Du weißt jetzt aber schon, wo der Sicherungskasten ist. Ich meine, irgendwie weiter unten. Wir müssen immer dem Rauch nach. Okay, weil wenn jetzt alles raus war, dann krieg ich einen Föhn. So einem richtigen Krustenbraten gehört natürlich auch hier. Oh ja, sehr gut. Pass auf, ich werde es direkt einbügeln. Einbügeln. Ah, wie beim Skilanglauf, wie beim Lackbügeln. Sehr gut, da schließen sich die Poren. So, jetzt legen wir drauf. Ah, Vorsicht, ist schon heiß. Ja, wenn ich das Team so angucke, euch läuft das Wasser im Mund zusammen. Wir machen noch ein bisschen Pause und kommen dann wieder, weil es braucht noch. Nee. Was für ein Scheibenkleister. Funktioniert gar nicht, oder? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir brauchen mehr Kraft, mehr... Ich weiß auch nicht. Bares. Bar? Was bar? Geld oder was? Nein, bar, Druck. Ach so, Explosion. Verstehe. Ja, genau. Da kannst du... Warte, überleg mal. Sag mal, du hast eine Idee. Ja, Natriumchlorid. Natriumcarbonat. Dann brauchen wir Natriumcarbonat. Carbonat, ja? Natriumhydrogensulfat. Natriumhydrogensulfat, ja, genau. Ja, Natriumhexacyanoferrat. Ah, natürlich. Das war C6FeN6R4, Natrium 4, genau, natürlich. Sonst hört das ja nicht hin, wenn dann hier ein paar Stellen. Und dann das, machst du zusammen. In der Reaktion. Bumm. Ja, so weit, so gut. Ja, weißt du was? Ja, hab ich da! Ja. Also voll machen bis hier. Bis dahin. Aber Achtung. Ja, weiter. Stopp! Warte, kommt da was drauf? Oh. Und so, alle raus. Alle raus. Raus. Ich geh auch raus. Vor. Raus, Team, raus. Und ganz wichtig, dass mir das keiner nachmacht. Keiner. Viel Glück. So. Achtung. Ah, das wird schon heiß. Das wird schon warm. Das ist der Klang, der hier aufgeht. Das können wir nicht hier machen. Oh. Oh.
Ja, es geht nicht, dann ist der Abfluss immer noch verstopft. Also man sieht, nicht nachmachen, frei wird der Abfluss davon nicht. Raus. Oh, komm raus! Nicht nach unten! Lass das Team rein, wir sollen das filmen. Oh. Das ist der Rauchmelder. Ein sehr gutes Zeichen, das heißt, das Fleisch ist fertig. Oh, es raucht auch schon. Moment. Das riecht ja wie bei den deutschen Grillmeisterschaften hier. Na, ja. Schon. Was ich sehe, ist sehr gut. Ja. Aus. So. Das müssen Moment, wir ich habe... Ah, Vorsicht, das heiß, heiß nicht, das schmilzt. Ich habe extra Sicherheitshandschuhe, weil die natürlich extrem heiß geworden sind, diese Sachen. Von außen, Achtung. Oh. Hier ein bisschen viel vielleicht. Ist was kross an der einen Stelle. Ja, richtig. Aber manche Leute mögen das ja besonders gern. Wenn es im Mund hier, glaube ich, die Richtung des Föhns, da ist es mehr trocken. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, wie es schmeckt. Und das probieren wir mal aus. Ja, Moment, warte, ich muss das gar nicht probieren. Ich weiß, das schmeckt großartig. Nein, ich aber ich finde, dass man das durchaus noch mal konkret... Hm. Okay. Ja, das, also, das ist ja die Schneidfähigkeit ist schon mal vorhanden. Ja? Hast du es? Ja, ich hab's. Achtung. Mmh, ist das lecker. Das ist, ach gut, ein bisschen wenig Gewürz. Also ja, ist der reine Fleischgeschmack. Aber Bier. Überzeugend. Ja. Gut, gut, das geht. Ja, super, es funktioniert. Fantastisch. Man braucht nur mehr Strom und wenn einem die Stromrechnung egal ist, dann macht das überhaupt nichts aus, wenn man hier... das auf diese Art und Weise macht. Weißt du auch mal? Ja. Nee, ich habe gerade meine vegetarische Stunde. Was denn mit dem Team? Ihr hattet doch so einen Hunger. Oh, nö, nee, danke. Nö, nee, ja, lass mal. Wie? Nee, danke, was? Ja. Das soll ich jetzt alles alleine essen? Ja. Für unser nächstes Experiment brauchen wir drei Dinge. Einen Pin. Check. Eine gute Bowlingbahn. Check. Und vor allen Dingen den Star unseres Experiments. Eine Extreme Grip Mutant Hail Strike Master 6000. Auch Bowlingkugel genannt. Check. Und viertens, sehr kulante Nachbarn. Genau, darum hast du dich gekümmert. Also darum habe ich ja auch gesagt, drei Dinge braucht man für dich. Nein, ist jetzt egal. Gut. Wobei, wenn ich mir unsere Angelegenheit hier anschaue, kommt mir das alles irgendwie noch ein kleines bisschen gewöhnlich vor. Das ist langweilig auch direkt. Vielleicht können wir das Experiment noch ein bisschen tiefer legen. Nein, tiefer. Höher. Höher. Höher hängen. Auf geht's. Na, hier ist doch gut. Okay, hier, du fängst an. Danke. Und alle hopp. Nicht schlecht, aber so treffen wir natürlich die Pins gar nicht. Lass mal gucken. Nein, was wir brauchen, ist etwas, was irgendwie das umlenkt. So. Jetzt bist du dran. Okay, Umlenkung steht. Gut, aber nicht da, wo es hin soll. Vielleicht können wir noch eine weitere Umleitung da hinsetzen. Ist schnell gemacht. Ja. Okay, hier. So. Jetzt müsste es gehen, oder? Auf geht's beim Schichtel. Gut. Sehr gut. Also, ganz wichtig, es funktioniert, aber nicht nachmachen. Naja, weiß jetzt. Ich fand, das war eine super Sache. Das kann man ruhig nachmachen. Nein, das sieht so gefährlich, da können ganz viele Sachen passieren. Nicht nachmachen. Nein. Doch, natürlich. Nachmachen.
Das hier ist unser Problemzimmer. Also nee, da fehlt doch irgendwie der Pep. Nein, irgendwie ist es langweilig. Ich meine, Raufaser, gut, kann man nichts machen. Das Auto, das gibt's heutzutage gar nicht. Und dann einfach weiß drüber streifen. Nein. Es gibt andere Möglichkeiten. Ja, also zum Beispiel mit so Naturstoffen tupfen. Exotische Wischtechniken, sehr beliebt heutzutage. Mehrfarbige Aufkleber und sowas alles. Aber wir haben uns was ganz anderes überlegt. Ja. Und das werden wir jetzt gleich mal zeigen. Wir haben den Raum schon einmal leer gemacht, damit wir gleich... Wir haben was vergessen. Nein. Das Regal. Ah, das ist doch nicht zu fassen. Das darf doch nicht passieren. Raus. Ah, so. Eins, zwei, drei. So. Jetzt haben wir... Das hätten wir. Jetzt haben wir freie Bahn. Ja, also üblicherweise wird ja so ein Raum mit einem Pinsel gestrichen. Das machen wir das nicht. Das ist natürlich langweilig. Wir haben ein Gerät, was die meisten aus dem Garten kennen, einen Rasensprenger, den man natürlich auch mit anderen Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Farbe, nutzen kann. Den verbinden wir jetzt mit Hilfe eines ganz handelsüblichen Gartenschlauches an eine Tauchpumpe. Ja. So, wird hier angeschlossen. Jetzt wollen wir mal gucken, was unsere Lieblingsfarbe ist. Unsere Lieblingsfarbe ist grün. Grün. Ja, gut, auch schön. Pass auf, jetzt stellen wir die Tauchpumpe in die grüne Farbe hinein. Öffnen das Ventil. Das ist schon geöffnet. So. Und im Grunde sind wir jetzt fertig. Wir müssen nur noch die Tauchpumpe an das Stromnetz anschließen. Was wir vorher, also ich noch machen muss, ist rausgehen. Ach so, ja, das müsste ich jetzt eigentlich auch machen. Ja, klappt! Okay, oh, gut. Wahnsinn! Guck mal, das geht genau bis an die Kante von der Tür. Genau bis an die Kante. Hast du gut gemacht. Ja, sehr gut. Ah! Und dadurch, dass es immer hin und her geht, haben wir natürlich eine Gleichverteilung. Optischer Genuss. Wäre auch was für einen Garten, finde ich. Ja, wenn man einfach mal so im Herbst einfach so graue Wiese hat, zack, drüber sieht wieder aus wie im Frühling. Das ist ja herrlich. Jackson Pollock für Kleingärtner. Das ist schon. Das ist sehr gut geworden. Naja, sagen wir mal so, wir haben zu hohe Decken, würde ich sagen. Das ist das Problem. Und überall hast du kleine Ecken. Guck mal, im Prinzip ist das natürlich klar strukturiert, aber es gibt kleine Stellen, die dann nicht erreicht werden. Das macht mich unzufrieden. Da müssen wir ein kleines bisschen nacharbeiten. Ja, dazu. Aber wie man natürlich grobe und feine Pinsel hat, haben wir natürlich auch Geräte für das Grobe, aber auch Geräte für das Feine. Das hier ist für die Feinarbeit. Nicht nachmachen. Was ist geil? Das macht Spaß. Nicht nachmachen. Besonders gut kommt man hiermit an die Kanten unten ran. Das macht Spaß. Guck mal, hier geht's. Schicobello. Sag mal, Wiegald, was versteht eigentlich der deutsche Mann unter Romantik? Ritterspiele, Apfelschimmel in der Morgendämmerung, Eros Ramazzotti, Abendessen bei Kerzenlicht. Stopp! Das ist das Stichwort. Du kennst doch sicherlich diese Filme, wo man sieht, dass der Liebhaber, der Amor, seiner Angebeteten ein Meer aus Kerzen bereitet, um quasi das Feuer seiner Leidenschaft und seiner Liebe zu symbolisieren. Klar kenne ich das. Und dann wälzen sie sich so im Rausch der Leidenschaft und versengen sich kein einziges Haar. Aber ich glaube, dass das eigentlich ziemlich gefährlich ist. Ich meine, die haben alles voller Teelichter. Das ist doch nicht, ungefährlich. Ist das denn gefährlich? Ja, natürlich, die brennen doch. Ja, das ist doch Feuer. Ja, was ist nicht völlig ungefährlich? Sau heiß. Ich meine, nein, wenn das passiert. Nein, da passiert nichts. Nein, doch, natürlich, guck das doch mal an. Das ist doch alles dann. Lass doch ausprobieren. Wir zünden einfach mal, sagen wir mal, so knapp 1000 Teelichter an und gucken, was passiert. Das ist eine sehr gute Idee. Guck mal, du reißt auf. Ich kann ja drapieren oder umgekehrt. So. Alle schön nebeneinander. Ja, guck, Bernhard, ist doch völlig ungefährlich. Ja, wir haben sie noch nie angezündet. Auf geht's. Aber das ist ja auch schon ein Liebesbeweis, wenn man seiner Holdin die Zuneigung beweist, indem man 1000 Kerzen entzündet. Ich glaube, wenn man das mit Streichhölzern macht, dann ist der Liebesbeweis noch größer. Aber wir haben jetzt schön Wind. Das müsste doch eigentlich dazu führen, dass ab einem bestimmten Moment sich das von selber anzündet, oder nicht? Das
Es ist jetzt aber schon heiß. Das ist schneller romantisch, als man alle Kerzen anhat. Das ist romantisch, aber auch gefährlich. Komm, wir gehen mal hier runter. Reicht auch. Vielleicht. Ich würde sagen, wir haben beide recht. Ja, sollen wir vielleicht mit der Löschung beginnen? Mit unseren Wasserpistolen. Damit müsste es doch gehen. Pumpen? Ah! Boah, funktioniert. Ah! Ja, so! Ja! Oh! Ja! Ja! Achtung! So! Ja, also man sieht, es ist romantisch. Aber es ist auf jeden Fall ein unvergesslicher Abend. Ja, genau. Erwähnen sollte man noch nicht nachmachen. Und es hat sich gelohnt, wir haben schon Besuch. Das ist Herr Klein, Chef der Feuerwehr hier im Rhein-Sieg-Kreis. Ein sehr großer Kreis mit 600.000 Leuten. Sie müssten also kompetent sein. Wir haben nämlich zwei Fragen im Zusammenhang mit diesem Experiment. Zum einen, wenn man so viele Teelichter zusammenstellt, ist uns aufgefallen, werden aus diesen vielen kleinen Einzelflammen eine einzige große Flamme. Warum? Naja, wenn man diese Teelichter zusammenstellt, wird es sehr, sehr heiß. Sauerstoff wird von der Seite dazugerissen. Und es entsteht oberhalb dieser brennbaren Materialien natürlich eine sehr große Flamme. Also quasi die aufsteigende Luft zieht die Flamme auseinander. Gut, das hat natürlich jetzt mit Romantik dann gar nichts mehr zu tun. Wir haben die Situation erkannt, wollten die Gefahr bannen und haben versucht, mit Wasser das Ganze zu löschen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Warum? Eine sehr, sehr kritische Situation. Es stehen sehr viele Teelichter zusammen. Es wird sehr heiß. Wachs wird über 100 Grad heiß. Und wenn man dann Wasser einbringt, versucht mit Wasser zu löschen, verdampft Wasser schlagartig, vergrößert sein Volumen um das 1700-fache. Das Ganze wird herausgeschleudert und führt zu einer Verbrennungsreaktion. Ach so, das ist der berühmte Fettbrand dann, nicht? Ja, richtig. Okay, ich verstehe. Das heißt also, wir können jetzt wissenschaftlich erklärt, fachlich kompetent erläutert sagen, nicht nachmachen. Was ist? Alles in Ordnung? Ja, nur so ein Ziehen im Rücken. Aber ich meine, es hat sich gelohnt, denn wir haben heute wieder viele, viele Antworten gefunden. Und zwar auf Fragen, die sich ja die meisten Leute überhaupt nicht stellen. Wir haben genug zerstört für heute. Bis zum nächsten Mal. Ja, da wird es dann noch spektakulärer. Und deshalb heißt es auch dann wieder, nicht nachmachen. Ist so, nicht alles okay ja, bei dir? Ist total. Ich trinke einen Kaffee und lege mich aufs Sofa. Dann geht das nicht.